Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von der Legacy Challenge mit Sims 4 und Familie Traumtänzer. Und hier Timo, sechste Generation. Meine Güte, noch vier Generationen haben wir irgendwie. Aber okay, wir machen nur als weiteres. Mir macht das also immer noch Spaß und ich finde auch jede, ja genau, nimm das mit und ja, jede Generation super und mir gefallen die vier Kids hier total. Es kommen immer mehr Geister hier auch hier rein. Ach Gott, wie süß. Genau, du kannst der Mama zuhören. Und das finde ich jetzt ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass das jetzt etwas länger funktioniert. Auch wenn die Mama jetzt langsam müde wird sogar. So, und dann das Taco mache ich mal weg. Hoffe ich, habe ich in den Kühlschrank gelegt. Was macht sie? Ich glaube, die war beschämt. So. Ah, Sophia liest endlich was vor, der Terror. Wo ist eigentlich Theo? Ach, Theo, der schläft. Okay. Sonntag haben wir auch nochmal frei. Trixie ist wütend. Naja, gut. Während sie geigt. Okay, ich lasse sie einfach weiter geigen. Timo isst gerade noch was. Und dann ist er eigentlich fast schon ein bisschen müde. Aber weißt du was, Timo? Kannst du das eigentlich auch sauber machen? Nee. Ich würde gerne, bevor du schlafen gehst, würde ich hier gerne nochmal einfach mal auf Spielen gehen. Level 2, Geigenfähigkeit, yay. Dass du das mal nochmal hier versuchst. Oh, die Granatapfel stimmt. Skandal hat mir auch gesagt, ah, das sind ja Bäume. Und ja, ich sehe, es sind Bäume. Wir kriegen so einen richtigen Wald hier irgendwie zusammen. Das ist natürlich doof. Wartet mal. Genau, dann kann ich die Granatapfelbäume nämlich auch wirklich rausmachen. Wo mache ich die denn hin? Da hinten hin? Da hätte ich wirklich nur einen gebraucht, ha? Naja, gut. Kann ich das noch ein bisschen weiter rüberschieben, Timo? Ja, ich habe dich jetzt ein bisschen verbuggt hier. Also, ein bisschen verschoben so. So, dann mache ich nämlich lieber die zwei hier rein. Das passt irgendwie viel besser. So, Timo, Entschuldigung. Und geh nochmal spielen. Lacht Tammy da ja nicht? Sie hat nicht geheult oder so. Ich war jetzt gerade kurz erschrocken. Oh nein, Sophia. Tara, wie lange hat die Mama... Oh, eine Stunde. Oh, verdammt. Und jetzt... Oh, um Alexa trauern. Okay, ich verstehe. Ah, das reicht doch, Terra. Das ist okay. Verdammt. Was mache ich denn jetzt mit dir? Es ist schon so früh. Komm, du gehst mal direkt schlafen. Ja, es ist ja immerhin mitten in der Nacht. Also echt. So, dann Trixie, dann gehst du auch mal noch eine Runde schlafen. Timo, gut, den wollte ich hier noch draußen rumsprinten lassen. Und Tammy ist jetzt selbstständig hier was essen gegangen. Sie ist ja auch echt goldig. Unsere Sozialfreundin. Eine Freundschaft fürs Leben schließen. Das würde ich ja gerne, dass sie das mit ihrem Bruder irgendwie vielleicht schaffen könnte. Guck mal, das hast du geschafft. Dann kannst du jetzt doch wirklich auch ins Bett gehen. Und Tammy? Ja, Tammy kann dann auch. Also du kannst... Sie ist erschrocken, weil sie irgendeinen Geist gesehen hat. Ich weiß aber nicht, welchen Geist. Na gut, wir gehen hier oben in ihrem schönen grünen Zimmer schlafen. Das gefällt mir immer noch total. Jo, dann schlafen sie alle, ne? Jo, dann seid ihr alle schon wieder im Bett und die Geist dann hier mal wieder rum. Timo, geh mal richtig schlafen. Das bringt doch sonst nichts. Komm, leg dich hin. Okay, jetzt sind sie alle im Bett. Und ich glaube, Theo dürfte als erstes wieder wach sein. Ah, Sophia, wenn du auch... Dann geh du auch richtig schlafen. Das ist ja immer furchtbar. So, und ich glaube, Theo darf dann auch direkt nochmal aufstehen. Darf dann hier nochmal eine erfrischende Dusche nehmen. Und ich muss mit ihm wahrscheinlich immer noch trainieren, ne? Ja, meine Güte, das wird ja nichts. Ah, aber wir haben nicht mehr viel. Na, dann würde ich dich nämlich gleich danach
runterschicken und der ist die Toilette kaputt. Okay. Nee, ich schicke dich erstmal zum Training und danach kannst du immer noch hier. Moment. Ah, verdammt. Reparieren und dann noch aufwischen. Aber erstmal bitte trainieren. So. Dann gucke ich nochmal, wie sie alle. Ja, okay. Dann gehen wir mal mit ihm mit. Oh, das waren doch wieder die Geister, oder? Jeden Tag. Jeden Tag müssen wir was reparieren. Das ist echt Mist. So, er geht einmal rum und dann nochmal eine Etage tiefer. Und dann geht er erstmal trainieren. Gut. Perfekt. Okay, noch ein bisschen. Ja, er ist ja Astronaut, ne? Und ich glaube, irgendwie so ab Level... Ja, genau, ab Level 8 ist ja das mit der Raummission dann möglich. Davor muss er nur trainieren. Also das ist jetzt... Endlich habe ich das zumindest... Moment, das hier habe ich geschafft. Dann habe ich jetzt alles geschafft und er kann jetzt morgen ohne weiteres gehen. So, dann würde ich sagen, geh erstmal hier hin. Und irgendwie müssen wir dir dann... Komm jetzt, dann hör auf. Irgendwas müssen wir noch Spaßiges mit dir tun. Ich weiß aber noch nicht so genau, was. So, ich glaube, Trixie könnten wir dann jetzt gleich auch nochmal aufwecken. Die hat... Ja. Können wir eigentlich mit dir schon reden üben? Tanzen üben? Oh, das will ich mal sehen. Oh, meine Katze ist vom Tisch gesprungen. Und ja, raschelt jetzt da unten irgendwie. Wenn du jetzt tanzt, ist das Motorik hier? Ah, mental und Motorik, okay. Verstehe. Naja, das kannst du jetzt gerade noch kurz machen. So, Terra, wie schaut's bei dir aus? Terra, du würdest... Guck mal, das kannst du jetzt direkt nochmal aufräumen. Und... eine Stunde bis verdorben. Nee, das wird... Das, nee. Und dann kannst du dir noch was zu essen holen. Aus dem Kühlschrank. Das mache ich mal weg. Theo, du kannst hier mal noch mit Elan putzen. Und das kannst du dann auch aufräumen. Und dann kannst du einmal... auf die Toilette gehen und irgendwas Spaßiges. Ah, mir ist was eingefallen. Energiegeladene Runden. Ich glaube, das Schwimmen macht eher Spaß, meine ich. Ah, apropos Schwimmen. Trixie, darf ich dich jetzt mal zum Essen hier nach unten bewegen? Öffnen. Oh, Macaroni. Und dann wäre es auch mal cool, wenn du nochmal, keine Ahnung, in den Pool springst. Und auch nochmal ein paar Runden springst, machst. Wann? Oh Gott, du wirst auch bald älter. Ein Tag und Sophia mit 2 Tagen. Oh, jetzt regnet es ja. Geburtstage. Ja, gut. Unser Theo ist ja schon Erwachsene und Sophia wird dann Erwachsene quasi. So. Jo, du bist, du darfst dann jetzt auch aufstehen. Kannst hier oben nochmal... Guck mal, du gehst erstmal auf die Toilette, dann reparierst du das, dann säuberst du das, wischst es auf und danach gehst du hier unten und das verdorbene Essen kannst du aussortieren und kochst uns dann einen Buntbarsch zum Mittag. Na, hat sie einiges zu tun, würde ich mal so sagen. Oh Gott. Oh Gott. So, Terra. Jo, Terra, du bist eigentlich satt, ne? Würde ich mal so behaupten. So, mit Trixie kannst du noch ein bisschen plaudern. Und dann kannst du hier nochmal wie ein Champion pieseln und nimmst vielleicht nochmal ein Schaumbad. Ich gucke nochmal nach unserem... Ach, so am Wochenende kommt immer kein Gärtner, gell? Ist egal, was ich mache, es kommt keiner. Blöd. Oh oh. Der Garten sieht schon wieder danach aus, als müsste er ein bisschen gepflegt werden. Nein! Nicht hier, sonst macht Terra nichts.
So, wo geht's jetzt hin? Ah, reparieren. Timo. Timo schläft immer noch. Ja, jetzt langsam, mein Lieber, kannst du mal aufstehen und kannst dann auch noch mal hier einmal, ups, ein Gericht nehmen. Die Hausaufgaben hatten wir gemacht. Jep. Und dann Höchstpunkte an dem Tippspiel. Tippspiel. Da muss ich mal direkt gucken. Wartet mal. Spiel spielen. Testkommandant. Nö. Tippen üben. Nee. Was ist denn das mit dem Tippspiel nochmal? Moment. Wähle Tastenkommandant. Ach so, ja doch. Das ist das hier. Dann macht er das einfach mal. Mal gucken. So, mein lieber Theo, was ist mit dir? Ach so, du trainierst oder ja. Ach, Mist. Ach so, ich habe dich wegen dem Spaß hier reingeschickt. Ja, dann mach erst mal weiter. Deine Tochter, die Trixie, kommt auch. Na, wo ist sie? Im Schatten sieht man sie. Yay. Und springen. Juhu, oh mein Gott. Sieht fast so aus, als wenn sie untergeht. Hilfe. Na gut. So. Tara wünschte sich immer noch, dass jemand ihr vorliest. Aber unsere Liebe. Hier rauscht es doch auch. Oh, das ist auch kaputt. So, komm. Ist egal. Jetzt geh was kochen. Das ist in Ordnung. Sie fühlt sich echt unwohl und hat sowieso auch Hunger, ne? Mann, 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 Mann. Bin ich froh, wenn ihr älter seid. Dann könnt ihr ein bisschen helfen. Aber Terra, die muss echt noch ein bisschen was machen, ne? Verdammt, wartet mal. Mentalfähigkeit. Das könnten wir auch so mit ihr mal ein bisschen machen. Mentalfähigkeit. Warte, wo sind wir denn da? Level 5. Dann geh noch mal hier ein bisschen spielen und guck mal, spielen mit der Tammy. Die Tammy, die sucht sowieso ja jemanden, Freundschaft und so. Und genau, Tammy. Geh mal so ein bisschen selbstsicher durch die Gegend. Die sieht ja noch voll babyspeckhaft aus hier so gerade. Ich weiß auch nicht. Irgendwie voll goldig in ihrem Schlafanzug. Was macht Sophia? Ach, du bist da. Ich habe dich gerade woanders gesehen, aber okay. So. Dann koch mal ein bisschen. Ich gucke mittlerweile mal nach Theo, wie es ihm mittlerweile geht. Spaß ist ein bisschen weitergegangen. Was haben wir denn hier? 10, okay. Ja, das Wochenende ist ein bisschen ruhiger, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber du kannst alles mal mit dem Giffer sprühen und alles mal so bewässern und dann alles ernten. Sorry, mein Junge, aber du musst dich ein bisschen um den Garten kümmern. Ihr müsst den mal ein bisschen teilen. Also erst Level 6 und Level 4 hat sie gerade mal. Aber dass sie jetzt kochen muss, ja, muss jemand halt hier auch den Garten machen. Und ich bin echt geneigt, so ein paar Sachen doch wieder wegzumachen, weil der Garten doch schon sehr aufwendig sein kann. Ne? Vor allen Dingen diese Bonsai, da komme ich echt nicht hinterher, die zu schneiden. Ich weiß auch nicht. Ist mir aber auch manchmal egal. So, Trixi, was machst du eigentlich damit? Mental und Motorik ist das auch. Ach Gott. Naja, gut. Achso, ich wollte gerade sagen, Terra, dann kannst du raus, aber. Ja. Was macht Timo? Upsala. Timo? Achso, der macht ja das hier. Okay, verstehe. Gut. Ich hoffe, das ist auch Motorikfähigkeit. Ja, ist es auch. Und Tammy, die sucht ja eigentlich Freundschaften und irgendwie Soziales wird sie auch erreichen, ne? Ja, jetzt gucke ich mal. Freundschaften mit Timo oder mit Terra. Ja, mit einem von beiden, glaube ich, ist es ganz gut. Verbrecherkumpane werden. Insiderwitz. Tagverschönern. Rumblödeln. Über Lieblingstier reden.
Tammy und Tara sind Verbrecherkumpanen. Sie können jetzt zusammen Streiche planen und ihren inneren Schelm rauslassen. planen Geeks sind Spind zu zerren. Toilettenwitz machen. Was haben wir denn noch hier? Streng vertrauliches Geheimnis enthüllen. Planen Klassenraum mit Wasser, mit Tassen voll Wasser zu barrikadieren. Sie ist gesellig, genau. Tammy ist gesellig. Gesellige Sims müssen häufiger Kontakt knüpfen, werden dadurch aber emotional befestigt. Genau, sie braucht das eben auch. So, rumblödeln. Und warte mal. Oh, jetzt trauerst du schon wieder. Nein, du sollst mal aufhören zu trauern, bitte. Wo haben wir denn das Buch? So, geh nochmal hier hin. Kind vorlesen und du machst Tara und Tammy. Level 3 der Sozialfähigkeit. Yay. So. Trixie ist, glaube ich, immer noch draußen. Ja, die ist immer noch hier. Und könnte jetzt aber langsamer, glaube ich, auch auf die Toilette gehen. So, du gehst auf die Toilette. Das mache ich mal weg. Wann wirst du älter? Morgen, ne? Ja. Oh Gott. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie vergesse oder so. So, und dann könntest du vielleicht noch direkt noch mal ein bisschen Klavier anfangen. Ich finde, sie ist so ein bisschen eine, ja, Musikerin, finde ich. Was ist denn jetzt? Liegestützen machen. Nein. Kind vorlesen. Tara und Tammy. Tara, geh nochmal rein. So, Tammy kommt nochmal rein. Und jetzt kommt Tara auch. So, Moment, ich spule mal ein bisschen vor. Komm rein. Ach, Tara. Das ist doch echt zum in die Hühner kriegen. Nochmal. So, Kind vorlesen. Jetzt sage ich aber nur Tara. Eine Stunde. Und ich lasse euch echt hier nicht mal raus. Ich mache sonst die Türen zu. Ich weiß, sie hat immer noch den irgendeinen Fähigkeitsbalken hier oben. Ah, Tammy. Warum ist die unwohl? Ich brauche Hygiene. Das, was du gerade anhast, ist nicht goldig. Nimm doch mal ein Schaumbad. So, das könnte ich mal wegräumen. Ich gucke auch nochmal nach Theo. Theo ist noch ganz, ganz fleißig hier draußen. Oh Gott, der Arme. Der bewässert alles, glaube ich. Ach du Schande. Okay, ich muss wirklich das ein oder andere verkleinern. Spinat. Makelbeere. Spinat. Spinatpflanze. Echt interessant, okay. Brombeere. Kreuzte. Die finde ich auch immer ganz süß. Das ist einmal Giftfeuerblatt und nochmal Giftfeuerblatt. Gab es nicht auch... Ah ja, das war das Feuerblatt ohne Gift. Guckt mal die Morcheln. Die finde ich doch auch süß. Naja gut, er ist immer noch am Arbeiten. Hallo Tessa. Oh nee, habt ihr jetzt... Küssen. Ja, sie kommt zum Küssen raus. Oh, mein lieber Mann. Was? Steht dir was im Weg? Dann hilf dem armen Kerl doch mal. Hier, alles ernten. Fang einfach mal an. Und wenn du fertig bist, dann kannst du ja hier verführerisch flirten oder Hände küssen. Verführerisch sein. Er muss aber auch echt hier mit oben ohne rumlaufen in seinem stählernen Körper, ja? Also Wahnsinn. Das macht er gut. So, dann gucke ich jetzt nochmal. Trixie, oh, du kannst mal wirklich aussteigen jetzt. Das muss ich dir noch sagen. Tara, sie hat es nicht geschafft. Ich finde dieses Bestreben so ätzend. Ich finde es wirklich echt ätzend. Die Mama muss mir was vorlesen. Und die macht es nicht.
Wie sieht's ansonsten aus? Mentalfähigkeit. So, du spielst noch weiter mit Tammy. Ich weiß gar nicht, was sie macht, die Tammy. Oh, keine Ahnung, sie ist verspielt. Und unser Timo, der sitzt immer noch hier vorne und macht als weiter, der arme Kerl. Okay, komm, du gehst mal ins Bad. Und kannst danach noch was essen, weil du dann Hunger hast. Nee, nicht das trinken. Oh Gott, ist schon wieder leer hier drin. Ach, was für ein Sonntag. Den ganzen Tag wird der Garten gemacht. Und ich glaube, ich muss wirklich den Garten wieder verkleinern. Das werde ich dann jetzt gleich noch machen, denke ich mal. Es tut mir zwar ein bisschen leid. So, die ein oder andere lasse ich vielleicht, aber ja, also es ist wirklich halt einfach zu viel Arbeit, ne? Schade eigentlich. Aber das Geld brauchen wir auch nicht mehr. So, ihr zwei Turteltauben. Verführerisch sein und Boss nachmachen. Nein, Insano Baby nie küssen. Und Rose anbieten. Ach, und Techtelmechtel im Observatorium. Techtelmechtel, ja, das geht. So, Trixie hat die Klavierfähigkeit, heißt das Wort. Hat sie geschafft. So, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns in einer nächsten Runde wieder, wenn es dann hier weitergeht. Lasst es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.